Peggy 18. So, und herzlich willkommen. Genau, damit herzlich willkommen zu SCP-087-B. Tja, wir sind hier in den dunklen Fluren und ja, ich sag's vorab, warum mache ich das Game? Zum einen, weil ich wirklich wissen will, kann man das schaffen, kann man es nicht schaffen? Ja, zum anderen, weil ich gerade so ein bisschen noch planlos bin, was ich jetzt als nächstes großes Projekt mache. Deswegen, ja, SCP-087-B. Tja, und wir schleichen jetzt hier entlang. Bedrohlichem Dröhnen im Hintergrund. Den engen Fluren und einer Sichtweite gerade mal eine Armlänge. Nummer 3. Wir gehen weiter nach unten. Und immer noch nichts als drückende Schwärze, enge Wände und weiter in dieses Dröhnen. Was erwartet uns hier in diesen engen Fluren? Nummer 4. Das Dröhnen loopt vor sich hin. Wir sind Nummer 4. Okay. Ich hätte ja auch erstmal den normalen SCP. Radio Communication impossible. Gut, dass das nicht laut ist. Ich hätte auch den normalen zuerst machen können, aber ich habe mich dagegen entschieden, aus einem einfachen, sehr einfachen Grund. Er ist so langweilig. Er ist ganz offen und ehrlich gesagt langweilig, der normale Teil. Die B-Variante, die ist wiederum eigentlich recht deftig. Da kann man deftig sagen. Ja, ich sag einfach mal deftig. Nummer 6. Und ich bin ernsthaft gespannt. Kann man sich irgendwie hier ducken? Crouchen? Jumpen? Nö. Wir können einfach nur hier weiterlaufen. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Was? Hallo? Das will mir jetzt so gar nicht gefallen. Nee, das will mir jetzt wirklich nicht gefallen. Wir sind sowas von tot, aber sowas von Nummer 8. Und ich hatte nicht mal den Hauch einer Chance. Ich würde jetzt doch gerne normal weiterlaufen. Aber ja. Aber die Frage ist, bleibt uns diese Chance überhaupt? Oder steuern wir jetzt hier gnadenlos auf unser Ende zu?
Wow. Okay. 9. Cool. Also ich frag mich ja, was es da unten so Wichtiges gibt, dass man da so weit runtersteigen muss. Es ist viel Gerausche und abgesehen von SCP-087 habe ich jetzt neben dem Gerausche nicht so viel verstanden. Ich muss das alles auch auf meinen Kopfhörern etwas runterdrehen, dass ich jetzt hier nicht gnadenlos ins Mikrofon reinbrüll. Aber ja. Ja. So, also, egal. Wollen wir jetzt mal hier nicht so traurig sein. Also, wir rennen jetzt hier einfach mal ganz gemütlich die Flure entlang. Tam, 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 tam. Und ja, was wird uns schon Böses erwarten bei Stockwerk Nummer 11? Auch nicht so viel anderes als bei Nummer 10. Außer, dass wahrscheinlich wieder alles dicht gemacht wird. Ist mir jetzt egal, ich laufe jetzt nochmal zurück. Das würde ich jetzt nochmal sehen. Ist das überhaupt so klug, zurückzulaufen? Ich habe keine Ahnung. Oder ist es klüger, mal nach vorne zu gehen? Ich kann ja nicht mal rennen. Ich will doch nur rennen. Oder springen. Oder crouchen. Oder einfach nur auf den Boden gucken. Ich habe keine Schuhe an. Trampel aber wie ein Weltmeister. So, also. Der Emo blickt nach unten. Und ganz gemütlich. Weiter. Vater, bist du's? Ja. Ich guck nicht geradeaus. Nö, nö. Ich guck aber sowas von geradeaus. Dunkel. Okay. Cool. Das Erstaunliche ist, ich lebe immer noch. Way. Okay. Und wir sind weiter auf dem Weg zur Nummer 13. Es ist immer interessant, wenn man sich so die Videos von den Amis anschaut und die dann die einen halben Herzinfarkt kriegen. Es ist herrlich. 13. Uahaha. Quersum aus 6, 1 und 6. Es kommt von rechts. Es entfernt sich. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte ich einfach drauf zulaufen und sagen, was soll's. Wenn wir dort sind, sind wir dort. Aber irgendwie... Ich will nicht sagen, dass ich ein bisschen Bammel hab, dem zu begegnen, aber doch. Ich hab schon ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen Bammel, dem zu begegnen. So ganz minimal. Aber wenn wir sehen, sehen wir nicht. Also gehen wir weiter. Okay, weiter diese engen Flure entlang und. Weier, weier, weier. Gut, dass ich hier nicht viel lesen muss, weil ohne Brille wäre das jetzt. Das Problem ist, ich sehe alles so leicht verschwommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der. Ob das jetzt an der mangelnden Brille liegt. Oder ob das jetzt. Ob es jetzt daran liegt, dass das so gewollt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das sehe ich dann beim Schneiden. Die Aufnahme hier ist auch mehr als nur spontan einfach so reingeklatscht. Ohne großen Vorsatz. Naja. Jetzt mal gucken, was uns hier erwartet in den dunklen Fluren des 16. Stockwerks. Wow! Alter! No! No! Nein! Tschüss, ich geh nach Hause!
Alter! Ist mir das jetzt gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen? Junge! Okay. Will da jemand anders für mich weiterspielen? Was ist das? Manu. 17. Ich will nicht zu 17. Ich will wieder hoch zu 16. Die 16 war schöner. 16. 16. Ich will zurück zu 16. Okay. Naja, egal. Wir laufen jetzt weiter durch die 17. Wird schon gut gehen. Wir haben ihn mit Sicherheit abgehängt, indem wir rückwärts gelaufen sind und damit dann die Welt umgedreht haben und er damit sich auch rückwärts bewegt hat. Das hat alles Sinn gemacht. Deswegen wir jetzt bei der 18 sind und er bei der 16 hinterherhinkt. Genau. Ja. Definitiv. Er glaubt mir nicht? Dann ja. Dann habt ihr vielleicht recht. Klugscheiße. Ja, klar. Naja, Tim und die wilden 13 sind wir schon vorbei. Super. Sind ja nur zwei Flure. Ich und du, Müllers Kuh und das bist du. Na komm, nehmen wir die rechte. Wird schon schief gehen. Falafel schieben wir es auf die wilde 13. So, in dem Fall die wilde 19. Mann. Ich sollte aufhören, auf den Boden zu gucken, aber... Wir sind sowas von tot. Das war mit Sicherheit sowas von der falsche Weg. Oh ja, wir sind sowas von tot. Aber sowas von tot. Aber sowas von tot. Nein, wir sind nicht tot. Das war jetzt erst Abhängmanöver hoch 10. In der 20. Und, Zero, was hast du gestern so gemacht? Ich bin hier zwischen engen Fluren spazieren gewesen. Und du? Ich war in der frischen Luft, so wie jeder normale Mensch. Alter Angeber. Okay, weiter geht's. What the... Schlapputzli. Ich will nicht weiter... Wah! No! No! So, ganz schnell in Deckung. What the? Lass mich doch in Ruhe, ich will nichts von dir. Nein, aus, ich kauf doch nichts. Mann. So ein Arsch. Mann, kann das nicht wie die Gerechtigkeit machen, mit Abwesenheit glänzen? Boah. Wäre ich ihm sehr dankbar dafür. Mann. Okay, also. 21. Hallo? Ich gehe wieder nach rechts. Wieder nach rechts. Ist mir jetzt auch egal. Ist mir jetzt auch egal. Weißt du was? Wenn ich nach links gegangen wäre, wäre ich auch tot gewesen. Ich glaube, es ist richtig. Hinter uns lauert der Tod.
Safe Room. Safe Room. Mann, wo ist der Counter-Strike-Mod, wenn man ihn braucht? Ich bin jetzt zweimal entkommen. Ob ich das auch ein drittes Mal schaffe? Aber hey, für meinen ersten Versuch, bei dem ich das Spiel selber spiele, way, ist so 24. Und ich habe fast nicht rumgetrödelt. Ja. Ja. 25 und... Was ist das? Ach komm, jetzt sind wir tot. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle das ist. Also, ich habe mir schon mal ein, zwei Let's Plays davon angeschaut. Bloß keiner hat es bisher durchgeschafft. Aber, nee. Das mit dem Gelände, das ist neu. Aber sowas von neu. Ja klar! Das ist bei jedem Stockwerk oder wie? Nee. Dass ich es auch ja nicht mehr zurückschaffe. Oh, Schande. Ich sehe schon wieder, don't look at me. Ich gucke einfach auf den Boden. Wenn ich ihn nicht anschaue, dann... 27. Wieder 2. Ich nehme wieder die rechts. Die rechts, ja. Die rechte Seite, der rechte Flur. Oh, Hilfe! No! Nein! Andere Seite! Hilfe! Renn! Renn, Alter! Schwede! Yikes! Ja. Da ist die Aufnahme auch einfach beendet, weil das Spiel einfach beendet ist. Schön. Das war SCP-087-B. Yeah. Ich hoffe, diese kleine Folge hat euch gefallen. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Spiel oder Slender oder keine Ahnung, Slender der Rival auf jeden Fall nochmal, aber ob ich... Slender nochmal oder das oder wie auch immer. Ob ich eins von den Games auf jeden Fall nochmal machen werde, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. So wie mich halt der Gaudi packt, werde ich die halt immer wieder mal einfach mal so spielen. Also von meiner Seite war es das auch. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Ansonsten immer den Button smashen. So der mit dem Daumen und so. Ja, den Daumen nach oben und so. Ja. Grüße, euer Hedgehog.